Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen deutschen Orden. Und im letzten Teil haben wir Krieg mit Dänemark bekommen. Es ist gerade so ein bisschen knifflig. Ja, ich beginne die Folge heute mal mit etwas, was ich normalerweise immer tue, wenn ich mich solchen Herausforderungen gegenüber sehe. Ich schenke mir erstmal einen Kaffee ein. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ich lasse euch gleich daran teilhaben. Und ich sage auch mal ganz kurz dazu, was jetzt hier so ein bisschen diese Schwierigkeitsstufe mit sich bringt. Wir spielen es hier auf sehr schwer, sehr schwer. Und wir haben unter Umständen das Problem, dass wir zwar hier einen Diplomaten haben, aber wir können den, glaube ich, nicht so sinnvoll hier gegenüber Dänemark einsetzen. Also eine Idee wäre natürlich, hier diese dänische Armee aufzukaufen. Ja. Das sind die abgesessenen Huskarle, und die Huskarle, das sind schon recht starke Truppen, nordische Axtkämpfer, nicht schlecht, nordische Schwerkämpfer auch. Das da sind relativ, diese Räuber, das sind relativ durchschnittliche Truppen, die sind jetzt nicht so prickelnd. Wir müssten das dann halt in diesem Falle so machen. Also normalerweise würde man wahrscheinlich hingehen und versuchen, mit einem Diplomaten die zu bestechen. Das ist bei den 18.000 Kröten nicht ganz so wahrscheinlich. Wir könnten es probieren, wir können aber auch erstmal versuchen, ja, unzuverlässiger in Refal einen Waffenstillstand auszuhandeln. Wir müssten ihnen vielleicht eine Region abtreten. Was wir vielleicht sogar machen könnten, wenn ich das jetzt mal dazugeben würde. Hier ist immer noch sehr fordernd, ne? Naja, dann ist das wahrscheinlich nichts. Aber ich könnte ihnen zumindest noch eine Zahlung anbieten. Kann ich das nicht einfach hier reinschreiben? Ich sag mal hier, wir haben ja 18.000 Kröten. Das würden sie wahrscheinlich sogar machen, ne? Schön, wir modifizieren das mal noch ein bisschen. Machen wir 14.000. Fordernd. Es ist also so, sicherlich ein Vorteil für uns, wenn wir, es ist sicherlich von Vorteil für uns, wenn wir einfach Frieden mit denen jetzt bekommen. Nein. Wir werden ah, sie so lehnen das ab, okay. Kommt jetzt etwas Sinnvolles? Ja, oder ja, warte. Ich glaube, jetzt lehnen die alles ab, ne, oder? Lassen wir das nun. Nicht interessiert. Dieses Treffen war recht nutzlos. Okay. Aber natürlich, mein Herr. Unser Diplomat kann jetzt halt nicht mehr viel machen. Das ist relativ scheiße. Morgen geht die Reise. Vielleicht hätten sie es für 18.500 auch gemacht, aber gut. Wir haben hier immerhin ein bisschen was an Truppen drin. Ja, das langt wahrscheinlich nicht, um diese Armee komplett aufzuhalten, aber es wird auf jeden Fall ausreichen, um hier noch lang genug Ärger zu schieben. Und unter Umständen kaufen wir den Rest seiner Armee dann auf. Wir müssen ja auch dazu sagen, wir haben hier Novgorod relativ bald im Griff. Also hier sind noch drei Fullstacks unterwegs, könnte man sagen, ne? Ja. Und die schaffen wir sicherlich auch noch. Ja, ich müsste eigentlich hier versuchen, in die Stadt reinzukommen, was bei 46% jetzt nicht gut ist, ne? Sehr gerne. Also wir sehen schon mal, da ist keine weitere Armee unterwegs, dann versuchen wir es mal. Ich bewege. Oh
Oh mein Gott, er ist drin. Lege mich heimlich vor. Nice, cool. Geschafft, coole Sache, okay. What? Achso, das kommt jetzt nochmal, ne? Ja, okay, weiteres Merkmal. Talent und noch mehr Talent. Super. Das ist schon mal sehr cool. Ja? Wollen wir es jetzt riskieren? Nee, ne? Wir wollen es nicht riskieren. Gut. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, ich weiß nicht. Komm, da ist nur eine Armee drin. Ja. Wir riskieren hier auch einen Aufstand. Öffentliche Ordnung 70, das langt vollkommen. Dann ziehen wir nämlich jetzt hier schon mal direkt los. Denn wenn der Wolfgang hier sofort Glin angreift, dann ist das Ding da auch gegessen. Da kann uns nicht mehr viel passieren. Okay. Jetzt sehen wir uns aber in der Situation, dass wir immerhin noch viel Geld übrig haben. Müssen wir schauen, was wir damit machen können. Ja, eine andere Sache, die mir nicht so gut gefällt, ist, dass Polen gerade 3 Armeen bei uns auf dem Territorium hat. Was mir nicht so gut gefällt, haben sie noch mehr bei uns auf dem Territorium? Nee, ne? 3. Ne? Aber halt merkwürdigerweise so welche hier oben in Marienburg und Königsberg, ne? Also da muss man ja einfach fragen, Polen, wo willst du hin? Die haben keine Feinde mehr außer den Rebellen. Das finde ich gerade ziemlich schlecht. Ich würde sagen, wir holen uns hier einen Diplomaten. Vielleicht bekommen wir Polen dazu, dass die zumindest in diesen Krieg mit eingreifen. Wir holen uns mal 2 Diplomaten. Ja. Ja, ich glaube, dass das schon mal wichtig. So. Ich mache mal gerade einen Quick Save an der Stelle. Ich könnte die hier jetzt rekrutieren, dann kann ich die aber nicht mehr fortbilden. Deswegen bilde ich die fort. Ja, dann bauen wir jetzt, würde ich vorschlagen, keine Gebäude. Artillerie brauche ich hier eigentlich nicht. Ich würde fast lieber noch eine Kavallerieeinheit mitnehmen. Wir rüsten hier mal auf. Abgesessene Halbbrüder. Nice. Effektiv gegen Panzerung. Guter Kampfgeist und so, ja. Okay, den nehmen wir auch mit. Hier haben wir uns einen Diplomaten, ne? Wie ist es mit Königsberg? Da wir hier eh unterhaltsfreie Einheiten noch haben können, nehmen wir uns hier doch direkt noch eine. Okay. Zu euren Diensten. Morgen setze ich meine Reise fort. Das ist ja hierhin, musst du, ne? Ich werde bis morgen früh ruhen. Da ist der Typ. Zu euren Diensten. Ich bin dann lauf hier runter. Okay, gut. Wir haben hier massiv aufgerüstet. Sodass selbst wenn Polen jetzt was gegen uns vorhätte, könnten wir sie zurückwerfen. Ja, jetzt müssen wir hier taktieren. Wie lautet euer Befehl? Wir werden niemals aufgeben! Ja, die handeln alle super. Okay, gut. Ja.
Wie kann ich dienen? Vilnius ist schon mal 70% katholisch, was gut ist. Ich bin Gottes Diener. Lauf mal hier hin. In Panevėžys oder so. Wie kann ich dienen? Zu euren Diensten. Unsere Ich werde bis morgen früh ruhen. Unsere Leute haben hier schon mal gute Arbeit geleistet. Ja, mach mal noch einen Kaufmann. Mach mal den Vilnius noch einen Priester. Okay, wir müssen mal schauen. Vielleicht haben wir noch ein paar kleine Gebäude, die nicht so viel Geld kosten, die wir noch bauen können. Also Infrastrukturgebäude stelle ich mir jetzt hier darunter zum Beispiel vor. Sowas wie Straßen oder so. Gebäude für die öffentliche Ordnung. Vielleicht. Schauen wir gleich mal. Oh ja. Gut, der Handel würde hier schon steigen, ne? So, mal gucken, wie teuer das hier wird, der ganze Spaß. Den Exerzierplatz in Marienburg könnten wir gut gebrauchen, aber der kostet halt auch wieder Geld, ne? Jetzt zahlt sich das doch aus, dass wir da drüben nicht alle Städte so zu, dass wir da drüben die Burgen nicht alle zu Städten umgeformt haben, ne? Aus Pleskau würde ich gerne raus. Die Stadtgarde können wir aber auf jeden Fall bauen. Das sind ja jetzt nicht so teure Gebäude. Ja. Okay. Gib mir bitte die Zeit hierfür. Das muss jetzt gut überlegt sein, weil unter Umständen... Also wenn die jetzt nach Pinsk noch laufen, dann würde ich mal sagen, wird's bedenklich, ne? Also die Jungs hier oben, die machen mir eigentlich Kopfschmerzen. Hier unten eigentlich, das ist noch relativ normal. Da sind die vorher auch mal lang gelaufen. Aber sind die vorher schon hier oben durch? Nee. Das liegt überhaupt nirgendwo auf dem Weg bei denen. Ist der Weg von hier nach hier vielleicht kürzer? Könnte auch sein. Könnte auch sein, doch... Könnte auch sein, dass ich hier jetzt einfach nur so, dass ich hier jetzt gerade ein bisschen eine Katastrophe wittere, wo keine ist, ne? Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Ja, dann nimm doch mal nur den General, wenn das nur eine Einheit ist. Mut und Ehre, Soldaten. Greif den doch mal an. Wir ziehen in den Krieg. Gott hat uns den Sieg gebracht. Ja, ja, ihr habt das Lösen. Okay, gut, das war nur so eine Popeleinheit, ne? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Die Einheiten werden hier, glaube ich, nicht aufgefrischt. Doch, die werden aufgefrischt. Armbrustschützenmiliz, cool. Die sind natürlich sehr geil, ne? Eure Befehle? Ja! Mein König! Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Mein König! Ja! Ja! Natürlich! Lauf mal dahin. Mein König! Ja! Vorwärts! Nehmen wir mal mit. Verbinden die Truppen! Mein König!
Abrücken! Ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Warum läuft das in Smolensk so kacke? Ah, 40% Aufruhr. Die wären ansonsten bei 90% öffentlicher Ordnung, ne? Wir haben dann hier halt auch noch die Entfernung zur Hauptstadt, was natürlich nicht so super ist. Mein König! Ja! Mein König! Ja! Ja! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Führe die Armeen zusammen, mein König. 20% öffentliche Ordnung. Boah, Bevölkerung ist bei 15.000, ne? Packen wir mal auf jeden Fall so einen Priester da rein. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Und ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir uns gerade im Krieg mit Dänemark befinden, wäre es fast eigentlich die Priorität, was soll das heißen, hier hochzulaufen und Substor anzugreifen. Oder Substor. Das ist sogar die Hauptstadt von Novgorod. Natürlich. Ja, das machen wir jetzt auch. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, morgen früh rücken wir... Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher! Das sind 5 Regimenter. Es ist mir eine Ehre, das müsste aber reichen, wenn du die angreifst. Ich stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Das ist aber auch kacke, wenn er da steht. Das sind fast nur Bogenschützen, ne? Wir ziehen in den Krieg! Ja, ist hier angezeigt, das automatisch zu machen. Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. 15% öffentliche Ordnung. Fuck. Nee, dann lauf mal zurück hier. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Du hast ja die Katapulte dabei, dann. Ja. Versuch mal hier dein Glück. Wir machen hier Rast, Männer. Ja, ich würde da schon jetzt gerne langsam Schluss machen. Mehr Loyalität und dann kriegt er noch einen Veteran, das ist gut. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wir holen uns mal ein paar Regimenter in Dünaburg. Hier holen wir uns auch noch ein paar Regimenter. Und hier holen wir uns auch noch ein paar Regimenter. Ich sorge dafür. Wendet euch nicht an mich. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir nehmen die Jungs aus Pleskau. Ja. Und dann ziehen wir uns mal hier herunter zurück. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Also das Ding ist halt, Ehre, euch zu dienen, Herr. Finde ich trotzdem, selbst wenn er jetzt Ulista angreift, es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Dann stehen wir truppenmäßig hier ganz gut, um ihn zumindest erstmal weiter aufzuhalten. Ja, und wir haben auf jeden Fall genügend Kapazitäten, um diese Armee zu zerschlagen. Ja, mein Herr. Ja, bleib mal hier in der Nähe. Morgen geht die Reise weiter. Okay. Herr.
brauchen mehr Truppen. Sorry fürs Schlucken und Schmatzen gerade hier. Ja. Ne, wir pumpen jetzt noch ein paar Truppen mehr raus, damit wir die hier nach Norden bekommen. Und hier ist hoffentlich bald auch das Schiff dann fertig nächste Runde. Übernächste Runde. So. Dass wir hier direkt auch von der Insel wieder runterkommen. Mal den Steuersatz mal auf sehr hoch. Okay. Wir haben ein paar Möglichkeiten, um uns zu verteidigen. Und zum Gegenangriff überzugehen. Das ist so mega. Gerade hier in Smolensk ist so mega offensiv. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sind hier bei 80% öffentlicher Ordnung. Wir können aber auch mal gerade gucken, wenn ich ja jetzt hier rüber gehen wollen würde, dann müsstest du ja sowieso mal hier hin. Das reicht ja, ne? Abrücken! Eure Befehle? 65%. Ist schon wieder eng. Mein König! 20%. Naja, komm, wir probieren's. Abrücken. Wir probieren's. Wir werden niemals aufgeben! Ja, nur das wird uns ja wahrscheinlich auch nicht den Allerwertesten retten, ne? Okay, aber jetzt wird's endlich mal spannend. Das da oben ist ja mal auf jeden Fall eine Herausforderung. Bin ich gespannt, ob er mir Narva lässt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Falls doch, wäre es halt mega. Okay. Ich gebe mal gerade ein bisschen Gas mit der Leertaste. Was tut sich hier? War denn nicht der Attentäter irgendwo in der Nähe? Versucht er jemanden zu attentäten? Ja, er hat irgendwas mit meinem Spionen. Ich glaube, den wollte er irgendwie attentäten. Komm, ich drück mal die Leertaste. Aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt auf meiner Maustaste. Oh, boah. Das macht keinen Spaß. Das Schlachtfeld ist bereit. Möge der Kampf beginnen. Okay, aber selbst wenn wir Pern... Es ist in Ordnung. Wir haben Novgorod geworfen. Und dann stehen wir eigentlich wieder stärker da, weil dann haben wir bessere Städte und so. Das wird dann. Einige dieser Bastarde bringen vielleicht ein Lösegeld. Doch wenn auch nur ein Mann beim Schlag zögert, zahlt er dafür. Nun an die Waffen! Ja, dann schauen wir mal, wo steht er denn? Er steht da. Im Endeffekt finde ich diese Aufstellung hier nicht so verkehrt, weil die Burgherr-Pikiniere bringen nicht so viel auf den Zinnen. Die bringen definitiv mehr, falls er versucht, durch das Tor zu kommen. Wir könnten auch versuchen, aus dem Tor rauszulaufen. Das ist aber nicht so zielführend. Wir starten mal die Schlacht so und gucken mal. Nur, warum schießen unsere Türme nicht? Die müssten eigentlich schießen, ne? Oh. Warum schießen die nicht? Da ist eine Fahne drauf. Das heißt, der müsste schießen. Also der schießt nicht, ne? Da ist keine Fahne drauf. Und hier die Türme müssten eigentlich auch schießen, aber die schießen auch nicht. Ah, jetzt schießen sie. Ist halt schade, dass man die nicht steuern kann, aber wenn sie auf die nordischen Schwertkämpfer schießen, ist es sicherlich gut.
Die Leitern des Feindes haben unsere Mauern erreicht. Mhm. Zeit fürs Abschlachten. Unsere Miliz hat leider wenig Chancen gegen die Schwertkämpfer. Die sind im Nahkampf viel zu stark. Es geht ja darum, hier eben noch ein paar Verluste zuzufügen. Unser verschlagener Feind hat unsere Mauern mit seinem Belagerungs... Achtung! Der Feind rammt die Tore ein! Ja, das sieht schon mal nicht so gut aus. Unsere Miliz fällt einfach komplett in sich zusammen. Aber wie gesagt, nordische Schwertkämpfer sind halt einfach wesentlich stärker als die Miliz. Wir haben aber fast Nummerngleichheit hergestellt oder Zahlengleichheit. Der Feind hat unsere Tore durchbrochen. Jetzt ist eigentlich nur wichtig, dass er nicht zu einfach durch das Tor durchkommt. Unsere Formation funktioniert nur leider nicht. Aus irgendeinem Grund gehen unsere Einheiten nicht mit den Piken gegen die Kavallerie vor. Was sicherlich derbst scheiße ist. Die Mauern sind nicht mehr unser. Der Feind hat sie besetzt. Mal so die Räuber an, vielleicht bringt das was. Nicht wirklich. Okay, das, ja, dann ist es tatsächlich verloren, weil mit dem Schwertchen da, die haben halt so ein Kartoffelmesser im Nahkampf, das bringt halt natürlich nichts, ne? Okay. Dann können wir 6 voll Geschwindigkeit machen, dann ist die Schlacht auf jeden Fall verloren. Die Niederlage scheint fast sicher. Herr, nur noch die Hälfte unserer Streitkräfte ist übrig. Sag mal, greif doch mal an. Betet, dass sich der Verlauf der Schlacht ändert. Verflucht! Ja, es ist natürlich dann besser von der Armeeaufstellung, wenn man einfach nur 4 Regimenter Burgherr-Pikiniere hat und einfach hier die Gassen zumacht, ne? Das funktioniert wesentlich besser. Aber gut. Ich versuche wenigstens noch innerhalb der 2 Minuten irgendeinen von diesen Axtkämpfern Platz zu machen. Schnell, Herr! Wir müssen das Kommando über die Stadt zurückerlangen. Sonst ist alle Herr schütze uns. Wir haben heute eine empfindliche Niederlage. Ja, aber er hat 200 Mann verloren. Das ist schon okay. Also, da haben wir die Stadt wenigstens noch halbwegs teuer verkaufen können. Da wäre mehr drin gewesen. Sicherlich mit einer anderen Verteidigungsstrategie hätte ich da besser punkten können. Schade. Nicht gut. Nicht gut von mir. Müssen wir mal gucken, was er in Pernau macht. Ich predige bis in die Morgen. Ja, guck mal da, der will jetzt nach Pleskau. Belagert er auch da? Ja, gut, okay, dann überlässt er mir Narva. Ich finde das gut. Zumindest verhindern wir damit, dass er mit seinen Truppen aus Rewa abzieht. Ah, okay, gut, er macht's genau umgekehrt. Ah ja. Ja. Das ist nicht gut. Nein, nein, ihr Idioten. Wir hatten ein Bündnis. Ihr Vollidioten. Wir hatten ein Bündnis. Der Feind belagert uns, mein König. Oh Gott. Ist nicht dein Ernst.
Ja, es wird wenigstens spannend, ne? Ich hätte es wissen müssen, als sie Frieden mit dem Deutschen Orden gemacht, mit dem Heiligen Römischen Reich gemacht haben. Ich hätte es wissen müssen, dass sie das machen, damit sie mich hier gleich angreifen können. Lass dem Feind nicht zurück! Ja, ich brauche einen General. Reißen die Befestigung nieder! Ja. Nee, ich will keine Liebesgilde. In Pleskau definitiv nicht. Smolensk. Drei Soldaten getötet. Ist okay. Ist okay. 30% öffentliche Ordnung ist jetzt Ist auch mir gar eine nicht so Ehre, euch schlecht. zu dienen, Herr. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wie ich finde. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ach, guck mal, da steht die Armee vor dir. Was ist denn das für eine Armee? Wenn ihr einen Och, Kampf wollt, ne? kommt doch einfach näher! Wir nehmen hier schon mal die Söldner mit. Die packen wir aber und dann Es ist mir haben eine wir Ehre, euch Susto. zu dienen, Herr. Die Stadt wird fallen. Ja? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Köln wird auch fallen. Ich freue Ach mich auf den shit, hier ist Kampf mit schon euch. wieder eine Revolte. Okay, das ist natürlich Es unsexy. ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Plesskau können wir Ich bin nicht freiboxen. wegen einer Waffenruhe hier. Es ist mir eine Das geht Ehre, euch zu sogar dienen, Herr. recht gut, glaube ich. Plesskau bekommen wir frei. Das Dumme ist, Pernau ist gerade halt noch weg. Ja, ich glaube, wir müssen hier tatsächlich mit unserem Hauptmann Vicerus Hert, mit dem müssen wir, glaube ich, tatsächlich nach Pernau marschieren, um Pernau frei zu boxen. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Während du dich irgendwo hier oben vielleicht verschanzen gehst, wäre noch eine Idee. Ach, Polen hat uns betrogen. Das ist ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber mit dieser Armee zerschmettern Wenn wir ihr doch einen diese Kampf wollt, polnische kommt doch Artillerie, einfach näher! dieses polnische Artillerieregiment zerschmettern wir doch. Wie wenn man mit einem Eisenstiefel auf eine Schnecke tritt. Grrr. Okay. Ich freue mich auf den Kampf Hauptmann mit Watzlaw hat wenigstens noch eine euch! Ich große freue Armee mich auf den dabei. Kampf mit euch! Wir sind nicht so dumm. Zu euren Diensten. Ist er in einer der Armeen Wenn ihr einen drin? Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Zu euren Diensten. Es geht weiter. Ja. Okay, er hat die Siedlung nur besetzt. Pleskau wird von Dänemark belagert. Kloppen wir gleich frei. Hommel wird belagert. Die Ja, da ist auch Schlacht wird keine unsere wirkliche Armee Differenzen drin, ne? klären. Wow. Ach, guck mal, ich hätte da sogar zwei unterhaltsfreie Einheiten reinpacken können. Wahrscheinlich hatte ich die Kapazitäten gar nicht, um das zu machen. Erst müssen wir Frieden. Wir werden niemals aufgeben. Wir könnten halt ein paar Regimenter aus Minsk abziehen. Wenn ihr Es einen müsste Kampf zumindest wollt, reichen, um diese kommt doch Truppen einfach in die Flucht näher. zu Es ist mir schlagen. eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Vielleicht sogar unter Es ist mir deinem eine Ehre, euch zu Kommando. dienen, Herr. Euer Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt. Wir erwarten Ach, euren guck mal, da ist dein Angriffsbefehl. Anführer drin. Wie lautet euer Befehl? Gut. Ja. Die Schlacht wird Nicht so unsere gut. Differenzen klären. Der will wahrscheinlich aber nach Tschernobyl.
Das macht mir im Endeffekt nichts, wenn er diese Minisiedlungen einnimmt, weil die sind ja auch schlecht zu verteidigen. Ja, wir sind überall noch auf Platz 1, außer bei den Finanzen. Da ist Novgorod noch ganz vorne. Ich gebe mal noch nicht die Hoffnung auf. Ja, wir haben sehr viele Gebäude fertiggestellt. Vor allen Dingen in Pleskau. Das ist wichtig, dass hier diese verbesserte Steinmauer noch gebaut wurde. Ja, ne? So sieht mal ein Rekrutierungsbericht aus. Den Aufstand haben wir ja schon gehabt, ne? Ob ich hier Einheiten rekrutiere, muss ich abwägen. Wichtig ist jedenfalls mal für mich zu wissen, dass hier Dänemark ist. Das heißt also, ich habe direkt eine Armee bei dir. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir sehen im nächsten Teil, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt wird es endlich mal spannend, ne? Die Frage ist, ob wir vielleicht dann unter diesem Gesichtspunkt wirklich einen Frieden mit Polen wollen. Ne? Wahrscheinlich springt noch das Heilige Römische Reich irgendwie auf den Zug auf und erklärt uns auch noch den Krieg. Wir haben immerhin hier eine gemeinsame Grenze mit ihnen. Oder? Sieht das nur so aus? Ne, das sieht nur auf der Map so aus, weil das gehört eigentlich zu Polen. Aus irgendeinem Grund ist dieser Kannbereich. Ach nee, Moment, die haben nur eine gemeinsame Grenze mit Polen. Das heißt also, es ist unwahrscheinlich, dass uns das Heilige Römische Reich angreift. Es bleibt also eher zu erwarten, dass es bei dieser Kriegskonstellation bleibt. Wir sehen das im nächsten Teil, wie es weitergeht. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder da seid. Bis dahin erstmal alles Gute und Pax Vobiscum, Valete.